Lieber Guido, ich freue mich riesig, dass wir jetzt heute einen Termin gefunden haben für unser Gespräch, wo wir jetzt doch schon eine Weile drauf warten, uns ein paar Mal irgendwo gedanklich geschoben haben. Und zwar, sage ich mal, ich gehe ja schon länger jetzt für mich mit der Frage, wie kommen wir in unsere Kraft? Und bin da, sage ich mal, auf dich gekommen, spannenderweise durchs letzte Interview, wo ich gemacht habe beim Tom in Portugal und ich dort nach dem Interview die Gildis kennengelernt habe und wir ein Gespräch hatten über das Thema, wie man in seine Kraft kommt und ich gemerkt habe, hey, uns ist es die letzten paar Tage im Urlaub passiert, dass wir immer mal wieder aus unserer Kraft rausgeflogen sind in der Beziehung und ich gemerkt habe, es war ganz oft so ein ganz klitzekleines Gefühl von Schuld und Scham, wo so durch die Hintertür so reingekrabbelt ist und die Gildis hat gemeint, hey, dich muss ich mit dem Guido vernetzen. Und so bin ich ja zu dir gekommen. Und so kommt jetzt irgendwo das Thema in seiner Kraft sein mit deinem Thema Vergebung zusammen. Und ja, was ich auch spannend finde, dass das Ganze eigentlich wirklich auch passiert ist durch, so wie es der Tom immer so gern sagt, durch sein Lieblingsding, durch Synchronizitäten, ne? So ein Gespräch, ein Gedanke, ein Faden zum nächsten und ja, sich so richtig fluffig ergeben. Und spannenderweise sitzen wir heute jetzt am Neumond im Skorpion mit einer partiellen Sonnenfinsternis, wo ich mich heute Morgen so ein bisschen mit beschäftigt habe, was heute eigentlich von der Kraft her eine unglaubliche Tiefe hat und auch eine unglaubliche Tiefe hat, in die eigene Tiefe zu gehen. Und da sind wir mit dem Thema, sag ich mal, Schuld, Scham, Vergebung, in seiner Kraft sein, eigentlich am richtigen Tag unterwegs. Das glaube ich auch. Und genau. Und da möchte ich gerne mit dir anknüpfen. Ja, und den Themen, wo du unterwegs bist, und zu schauen, gemeinsam zu schauen, wo kriegen wir die zwei Themen zusammen und was braucht es da? Vielleicht magst du vorneweg ein bisschen was zu dir sagen aus deiner persönlichen Geschichte, wie du in deine Kraft gekommen bist und vielleicht zu dem Thema Vergebung auch. Ja, sehr gerne. Also mein Thema ist eigentlich auch in die Kraft kommen. Ja, Also cool. ist eigentlich schon seit Jahrzehnten mein Thema gewesen. Und dieses, weil du gerade von der Vergebung sprichst, die Vergebung war für mich immer nur ein Riesenteil oder ist irgendwann für mich auf den Weg gekommen, wo ich gemerkt habe, das ist ein wahnsinniges Tool, um alte Storys zu deaktivieren und aus der Vergangenheit auszusteigen. Und ich weiß, ganz viele Leute, wenn ich über Vergebung spreche, ganz viele Leute schalten erstmal ab und ich habe dann irgendwann gefragt, was heißt denn für dich Vergebung? Und dann kommen so Sachen wie, ach, oder dem Bastard werde ich nie vergeben und man weiß überhaupt nicht, wovon sie reden oder es kommt halt das Thema Kirche, Religion, was viele damit verbinden. Und für mich ist es das Selbsthilfetool, also das Selbsthilfewerkzeug Nummer eins, um uns selber zu kümmern. Es ist aber nur ein Teil von dem, was ich tatsächlich mache. Und mein ganzes Steckenpferd oder mein Herzblut geht eigentlich darum, den Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen. Deswegen fand ich jetzt diese Verbindung eben auch so schön. Und ich habe mich über die Jahre auf Menschen fokussiert, die sehr viel unter Druck stehen. Da erzähle ich einfach vielleicht mal ganz kurz, wo ich herkomme und wie dieser Weg her, also wo mein Weg herging. Ich war die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich auf der Bühne zu Hause. Das heißt, ich war ganz früher mal Balletttänzer in München an der Staatsoper oder im Staatsballett. Dann habe ich ins Schauspiel gewechselt. Dadurch bin ich in den Gesang gekommen. Ich habe 12 Jahre lang Musicals gespielt, habe ein paar Filme gedreht. Das heißt, ich durfte diese Industrie, wie man sie nennt, und diesen Job einfach wirklich von allen Ecken und Winkeln kennenlernen. Vor der Kamera, hinter dem Castingtisch, als Probenleiter, als Dance Captain nennt sich das. Also ich habe auf Shows aufgepasst, habe Shows wie Cats und Mamma Mia tatsächlich betreut und habe große und kleine Rollen gespielt. Das heißt, diesen Druck, unter Druck zu funktionieren mit der Ansage, du kannst die Rolle nicht, aber du musst in 20 Minuten raus, ist mehr als einmal passiert. Raus heißt auf die Bühne, das Ja, Publikum wow. ist schon drin und man denkt so, okay. Und das Spannende, wenn ich zurückblicke, ist, dass ich in
den ersten 25 Jahren, die ich auf der Bühne verbracht habe, es eigentlich nie genießen konnte, weil ich dieses typische, ich bin nicht gut genug mit mir herumgeschleppt habe. Ich bin ja nur Tänzer, ich habe ja nichts Ordentliches gelernt. Also als Tänzer, während ich Balletttänzer war, habe ich mich natürlich nie gut genug als Tänzer gefühlt. Als ich dann ins Schauspiel oder ins Musical gewechselt habe, habe ich mich natürlich als Tänzer gut gefühlt, weil das mein Background war. Aber dieser Imposter und dieses permanente mit mir rumschleppen von, wann finden die endlich raus, dass ich eigentlich gar nicht so gut bin. Und dieser Clinch, in dem ich gesteckt habe, in diesem Zwiespalt von, ich weiß, ich kann mehr. In mir steckt dieser Ruf, ich kann mehr kreieren, ich kann raus. Es war auch so ein Gefühl von, ich will nach vorne in die Mitte. Und dann gleichzeitig, wirklich, das war noch nicht mal ein Hin- und Herschwingen, gleichzeitig, aber du bist ja gar nicht so gut, was bildest du dir eigentlich ein? Also auf der einen Seite ein Riesenego und auf der anderen Seite so ein Selbstbewusstsein. Das hat mich wirklich fast in den Wahnsinn getrieben, 25 Jahre lang. Und irgendwann gab es ein paar Momente, wo einfach für mich klar war, okay, du hast jetzt eine Chance, das endlich zu ändern und jetzt wende mal die Tools an. Also ich bin dann auch, habe mich dann irgendwann mehr mit Coaching beschäftigt und ursprünglich komme ich aus dem Gesundheitscoaching. Das heißt, ich bin ausgebildet worden damals von einem Arzt, der gesagt hat, wir behandeln eigentlich bei Krankheiten so oft, er sagte 96% der Fällen nur die Symptome und nie die wahren Ursachen. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich gelernt habe, zu schauen, wo liegen bei den Menschen oder auch bei mir selber die unbewussten Blockaden, energetischen Blockaden, wie auch immer, die entweder eine Krankheit auslösen oder sie von der Heilung abhalten. Das wurde dann teilweise sehr heftig in den, also das war nicht wirklich mein Weg, habe ich aber sehr lange gemacht und dann hat sich das einfach in dieses, ich nenne es heute Impact, Personal Impact Coaching im Englischen oder einfach in dieses Erfolgscoaching. Also wie helfe ich Menschen, die wirklich ihren Weg gehen wollen, die nach vorne, die sagen, ich möchte mehr erreichen, aber ich blockiere mich selber. Und das ist mein Steckenpferd. Menschen zu helfen, sich nicht mehr selber zu blockieren. So. Das ist cool, weil ich habe auch festgestellt, dass das meiste, was einem im Weg liegt, ist eigentlich man selber. Also ich kenne es von mir. Also ich stehe mir meistens selber im Weg oder auch dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, das kenne ich genauso. Und diese innere Spannung, die sich auftut zwischen dem, was man denkt, was man kann und wo man hin möchte und dem, was einem zurückhält. Von daher, ja ich glaube, die größten Schwierigkeiten hat man meistens mit sich selber. Ja, und noch nicht mal dieses, also grundsätzlich, also ja, unterschreibe ich dir sofort. Und es ist noch nicht mal so, dass wenn man dann dahin kommt, wo man hin möchte, dass es dann weg ist. Weil das habe ich wirklich gelernt und ich arbeite mittlerweile mit Menschen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen. Und ob das jetzt die Profifußballer sind oder die Riesenunternehmer oder wirklich der Popstar oder also die Menschen, die tagtäglich diese Traumrollen oder Traumleben haben. Du merkst, die haben immer noch die gleichen Ängste, die gleichen Dämonen. Und wenn wir das nicht aufräumen, entweder kommen wir da nicht hin oder wenn wir hinkommen, dann sabotieren wir das und wir sind einfach nicht glücklich. Ja. Und ich denke mal, mein Gott, Leute, ihr habt so viel Talente und ihr habt schon so viel erreicht. Es wäre so schön, wenn du das auch genießen kannst und einfach sagen, also gar nicht in einen arroganten Modus, sondern einfach nur zu sagen, das ist mein Weg und ich genieße das, dass ich das in allen, mit allen Ecken auskosten kann. Da geht mir das Herz auf. Ja, mir auch. Weil ich merke, ich finde es spannend. Ich habe nämlich auf dem Klo einen Kalender hängen von Sol und jetzt im Moment im Oktober steht da angekommen oder ich bin angekommen und da ist so ein schöner Kreis. In dem Kreis steht in meiner Mitte, in meiner Mitte, in meiner Mitte, bis der Kreis voll ist, in der Mitte ich geborgen. Wo ich mir auch dachte, ja, das ist in seiner Kraft sein, wenn man in seiner Mitte ist. Nur wenn in dieser eigenen inneren Mitte, wo eigentlich die Ruhe und die Kraft sein sollte, eben noch diese inneren Dämonen von Groll, Wut, nicht gut genug sein, Schuld, sonst was rumgeistern, dann ist da ja kein Frieden. Ne? Richtig. Und dann fehlt einem die Ruhe. Von daher ist das schon so das Wichtigste, glaube ich, wo man, oder eins, ja, wie du sagst, der Supertools, wo man hinpacken kann, wo man Hebel hat, um wirklich was zu bewegen, ne? Ja, weil wir hängen so oft einfach in unserer alten Story, ich nenne das auch wirklich gern die alte Identität oder in unserer Identität. Und
Ich habe jetzt gerade letzte Woche in meinem aktuellen Kurs viel darüber gesprochen, dass wir sind körperlich süchtig danach, uns so zu fühlen, wie wir uns immer gefühlt haben. Weil im Körper bestimmte Reaktionen, bestimmte Stoffwechselprozesse ablaufen, wenn wir in bestimmten Gefühlen stecken. Und wenn wir zu lange in einer Form von Trauma oder in einer Form von Angst oder in einer Form von einfach nur Gefühlen stecken, will der Körper sich die immer wiederholen. Das ist wie jeder andere Sucht auch. Und ich kenne das selbst von mir, dass ich dann irgendwann denke, ach, jetzt einfach mal nur das kleine Opfer spielen, so wie früher, das wäre schon schön. Also das fühlt sich einfach nach zu Hause an und das ist das Gefährliche, dass es uns immer wieder zurückzieht. Und wenn wir so Werkzeuge wie zum Beispiel Vergebung, also das Werkzeug klingt ja fast ein bisschen kalt, aber wenn wir einfach solche Prozesse anwenden, dann können wir tatsächlich diese alten Dinge, ja, deaktivieren ist fast das beste Wort. Man kann es einfach ausschalten und dann kannst du nach vorne gehen in das, was du weißt, dass du leben kannst, wo du hingehörst, dann bist du wirklich in deiner Kraft. Ja, das ist cool. Entschuldige, wenn ich dann noch gleich, mir kommt gerade ein Gedanke, weil wenn du sagst, also wenn es darum geht, in deine Kraft zu kommen, das, was, wenn wir von Vergebung sprechen, also viele Menschen glauben ja, wenn sie es überhaupt so benennen können, sie halten an einem Wut, an einem Groll fest oder an der, ich nenne das die Unvergebung, sie halten daran fest, nicht zu vergeben, weil es ihnen ein Stück weit Macht gibt, ein Stück weit Kraft gibt. Sage ich mal, mir ist in der Vergangenheit irgendwas Widerliches passiert. Es kann ja was Kleines sein, wie ist mir ist die Puppe kaputt gemacht worden und es kann eben auch wie ein Missbrauch oder sowas sein. Und es ist sehr verständlich, dass egal was passiert ist, dass wir eine bestimmte Wand aufbauen und ein bestimmtes Gefühl halten und nicht vergeben wollen, weil uns das Gefühl gibt, wir schützen uns. Und auch ein Stück weit das Gefühl gibt, dann habe ich ein bisschen Macht gegen den anderen. Der andere kann aber vielleicht schon gar nicht mehr leben oder er lebt auf der anderen Seite der Welt oder er weiß überhaupt nicht, dass wir noch existieren oder ist vielleicht sogar unser bester Freund und weiß gar nicht, dass wir noch so einen Groll haben. Ja. De facto ist es aber so, dass wir uns versuchen, vor einer Emotion, vor einem Gefühl zu schützen oder vor etwas zu schützen, damit das nie wieder passiert. Und indem wir uns schützen, halten wir an der Emotion fest, vor der wir uns eigentlich schützen wollen. Und wir halten uns in dem eigenen Gefängnis und das hat nichts mit in deiner eigenen Kraft sein zu tun. Nee. Das heißt, vergeben, und das ist mir gerade, ist eigentlich der perfekte Link zwischen uns, weil dieses Vergeben ist das der Nummer eins Weg, um dir Kraft zurückzuholen, die du vielleicht bei jemand anders gelassen hast, der dir Unrecht getan hat und dem du zu Recht vielleicht auch noch Groll gegenüber hegst. Aber du willst deine Kraft dort nicht lassen. Ja, und was ich festgestellt habe, was einem auch passieren kann oder was einem vielleicht schwerer macht, ist auch die Themen, die man mit sich selber hat. Ne? Das vergisst man ja manchmal oft, dass man auch Themen mit sich selber hat und sag ich mal, festzustellen, dass man auf jemanden im Außen wütend ist, das kann man ja noch leicht sehen. Und ich habe aber das Gefühl, ganz oft ist, wenn eine Wut oder ein Groll gegen was im Außen ist, ist man eigentlich im Inneren, ist auch ein Wut und Groll gegen sich selbst da. Wahrscheinlich, weil man spürt, dass man vielleicht, ich habe das Gefühl, so Wut und Groll ist so ein Torwächter für die Verletztheit. Also sprich, wenn ich wütend bin, eigentlich sagt es mir, ey, du hast gerade nicht auf dich aufgepasst. Du hast dich nicht geschützt, sei es vor anderen oder bist halt nicht zu dir gestanden in letzter Konsequenz. Richtig. Oder nicht deiner Intuition gefühlt. Und ich glaube, das ist das, was ich merke, was mich dann so am meisten wütend oder grollig macht gegen mich selber. Und wo viel schwerer loszulassen ist, wie jetzt den Groll gegen die Person im Außen, gegen das, was vordergründig passiert ist, sage ich jetzt mal. Es ist tatsächlich für mich in meiner Erfahrung, was sich rauskristallisiert hat, ist, dass es einfach eine Mischform ist und dass Vergebung nicht ein einziger Prozess ist. Ich bin sauer auf dich, also das schon, also du hast mir was angetan, also vergebe ich dir jetzt und dann 3 Tage später sagen wir, aber irgendwie fühle ich es immer noch. Ja, meistens vergessen wir, dass da so viele verschiedene Facetten ineinander greifen und Ich habe für mich tatsächlich 5 verschiedene Wege identifiziert der Vergebung und 2 davon sind eben, ich vergebe dem anderen und dann denke ich, naja, wenn ich jetzt aber immer noch nicht im Reinen damit bin, wenn irgendwie, also ich frage mich dann immer, was
Also was macht mich immer noch wütend in dieser ja. Situation? Dann merke ich, ja, dass ich das so lange mit mir rumgeschleppt habe oder dass ich das vielleicht zugelassen habe oder dass ich nicht auf meine innere Stimme gehört habe oder ja, genau. dass ich so lange klein beigegeben habe oder was auch immer. Und das heißt, dann müssen wir, dann ist es tatsächlich in dem Fall schon so ein zweiköpfiger Prozess, dem anderen zu vergeben und mir selber zu vergeben. Und meistens kommt dann noch eine dritte, eine vierte und eine fünfte Stufe. Das darf aber schnell gehen. Also ich bin ein großer Fan davor, dass die Prozesse leicht, praktisch von der Hand gehen dürfen und dass man sie beim Semmelkaufen machen darf. Also ne, dass ich mich nicht immer 3 Stunden hinsetzen muss, um mich einzuschwingen. Ich würde es da nicht tun. Ich will was haben, wo ich sage, also die großen Prozesse, ja, da nehme ich mir gerne die Zeit für. Aber wenn es einmal aufgeräumt ist in der Tiefe, dass man dann zum Vergebungsninja wird. Also man sagt, nee, lass ich los. Und so kommen wir mehr und mehr in die Kraft. Ja, und loslassen, wo ich mich heute Morgen vorbereitet habe, habe ich auch festgestellt, so loslassen ist auch so das Gegenteil von Kontrolle. Ne? Ich merke, wir hängen ja so oft in einem Optimierungswahn fest von Kontrolle, von Sicherheit, von Festhalten, weil, ja, und das Gegenteil davon ist ja loslassen oder ja, dem Leben auch zu vertrauen. Und auf der Seite stehen dann natürlich auch Lebenslust und Lebensfreude und irgendwo auch diesem dem Herzen folgen. Ja, und die meisten Menschen stellen sich diese Frage aber leider nicht. Das ist das, was ich immer wieder sehe. Dass wenn ich sage, warum willst du denn vergeben, zum Beispiel, wenn wir bei dem Thema sind, dann wissen sie ganz genau, was sie loslassen und was sie vergeben wollen. Sie wissen aber gar nicht, warum. Und die Frage wäre zum Beispiel, wer bist du denn ohne deinen Schmerz? Wer bist du denn ohne, dass du den anderen beschuldigen kannst? Und da merkt man richtig, ich merke so schon, wie die Energie sich verändert, weil die Leute total den Halt verlieren, weil sie sich, da sind wir wieder bei der Identität, weil sie sich einfach so damit identifizieren und gar nicht wissen, wer sie denn sind, wenn sie denn mal wieder freigeschaltet sind. Das ist ja nur ein Freischalten. Und das ist meiner Meinung nach, muss das vor der Vergebung und nach die Vergebung, weil es geht nicht nur ums Loslassen. Da habe ich nichts da, also ganz salopp gesagt, sag ich mal, ich habe nicht viel vom Loslassen, wenn ich nicht weiß, wo ich dann hingehe. Weil dann lege ich zwar alle Rucksäcke ab, ja. Dann stehe ich aber nackt in der Wüste und weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Oder ganz früher war es so, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe immer gesagt, ich hatte natürlich wie so viele Geldthemen. Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe alle meine negativen Glaubenssätze zu Geld tatsächlich gelöst. Ich habe bloß vergessen, neue zu kreieren. Ich hatte einfach gar keine. Und deswegen hat sich nichts verändert. Und dieser Zug muss stattfinden. Wer bin ich, wenn ich die Schuld loslasse? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr wütend bin? Wer bin ich, wenn ich dich nicht mehr beschuldigen kann, sondern sage, okay, ich übernehme auch ein bisschen Verantwortung? Wenn man einmal nachdenkt, dann wird das groß und dann fühlt man dieses Expandieren tatsächlich. Ja, wie es expandiert, wie es weit wird, ne, wie es neue Möglichkeiten gibt. Aber es kann im ersten Moment auch Angst machen, weil natürlich eine Unsicherheit da ist und so dieses Gefühl ist, boah, wenn ich gerade nicht weiß, wer ich bin, das ist ja auch mit Angst besetzt, weil man irgendwie in der Gesellschaft das Gefühl hat, ey, du musst so wissen, wer du bist. Ne? Wenn du mal dastehst und denkst so, boah, ich weiß aber gerade gar nicht, was es dann ist, wer ich bin, wo ich hin will oder was. Also dieses auch zuzulassen, ne? Und sich zuzutrauen und es auszuhalten, das ist gar nicht so leicht. Das ist wirklich nicht leicht und ich möchte fast behaupten, 95% der Menschen wissen nicht, wer sie sind. Sie haben eine Idee oder ein Konstrukt davon. Sie haben eine Story. Aber weißt du, wenn du anfängst, das loszulassen, die Story, wie du sagst, loszulassen und merkst so, okay, aber dann weiß ich ja gerade gar nicht, wer ich bin, ne? Dann landest du in diesem Übergangsmodus und ja. Ich sehe das in den Kursen tatsächlich, sowohl in Einzelsitzungen wie aber auch in Gruppencoachings. Selbst wenn da 20, 30, 40 Leute in einem Kurs sind, du siehst, wenn du die Menschen fragst, okay, was ist denn all das, was dich zurückhält? Und wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigen, dann merken sie schon, das ist meine Angst hier, das ist meine Wut auf meine Mutter, das ist, ich kriege das mit dem Geld nicht geregelt. Also kommen schon ganz, ganz viele Sachen hoch. Und dann die Frage zu stellen, wie wäre denn dein Leben, wenn das alles gelöst wäre? Also ich stelle diese Fragen tatsächlich meistens noch, bevor der Kurs anfängt, damit der Prozess schon mal angetriggert ist. Und
Dann lasse ich Sie damit ein bisschen einfach spielen, wer Sie denn wären, wenn all diesen negativen Programme zum Beispiel es nicht geben würde, wenn Konditionierungen wegfallen würden und Sie wirklich neu starten könnten mit all Ihrer Erfahrung, aber ohne diesen Müll, der da hinten dran liegt. Und du siehst es, also ich sehe es regelmäßig, wie Tränen laufen und die Leute wirklich das Leuchten anfangen. Und das durch die Bank weg, ob das jetzt der 20-jährige Sportstudent ist oder der 25-jährige Fußballer oder die 70-jährige Anwältin oder, also du siehst es einfach bei allen, wie die Augen auf einmal aufgehen, weil das Herz aufgeht. Ja, genau. Ich hatte auch gerade das Gefühl, weil es die Erlaubnis damit ist, dem Herzen zu folgen oder überhaupt mal zuzuhören oder hinzuspüren, wo ist denn die Sehnsucht? Und wer wäre ich denn gern oder wo führt die Sehnsucht hin? Oft Ja. erlauben wir uns das ja nicht mal zu spüren oder wahrzunehmen aus Angst oder gut, ist natürlich auch gefährlich für, sag ich mal, den Verstand und die Kontrolle und das geregelte Leben, wie man so alles organisiert hat, ne? Wenn man sich Ja, weil jeder irgendwo instinktiv spürt, oh Mann, wenn ich das aufgebe und dem folge, wer weiß, wo ich da hinkomme, ne? Und dann kommt wieder dieses Nichtwissen. es ist nur gefährlich für unsere Dämonen. Ja, genau. Es ist wirklich nur für diese Sicherheitsstrukturen, die wir irgendwann angelegt haben. Ich meine, wenn meine Mama oder mein Papa mir immer gesagt hat, jetzt spinn mal nicht so rum, also ich renne rum und ich bin immer rumgelaufen, also ich tatsächlich als Klein Guido hat immer mit 5 den Leuten schon erzählt, wie sie ihr Leben verbessern können. Hör auf zu rauchen, schneid das Fett von dem Fleisch runter. Ich sage immer, ich muss ein wahnsinnig nerviges Kind gewesen sein. Heute bin ich genauso nervig, heute lasse ich mir nur bezahlen. Aber das, das ist super. Nein, aber also ich hatte natürlich schon Wünsche und ich war ein kreatives Kind und ich wollte tanzen und all diese Sachen. Und ich habe natürlich immer wieder gehört, hör doch auf, so rumzuspinnen. Jetzt hat mich das mit meiner Persönlichkeit natürlich auch gebremst, aber nicht so gebremst. Aber ich kenne das bei anderen, mich haben andere Sachen wiederum gebremst. Aber jeder ist natürlich, hat sein eigenes Ja, Konstrukt. jeder hat das sein eigenes, seine eigenen Genau, und Teile da. wenn aber dieser kleine Mensch aufwächst und immer nur zu hören kriegt, hör auf zu spinnen, du weißt, wo du hingehörst und du bist so und du bist so und du bist so. Und wir uns ja auch je nach Familiensystem vielleicht immer wieder behaupten müssen, um auch von der Mama geliebt zu werden, von Papa geliebt zu werden. In dem Moment, wo wir jetzt sagen, ich spüre mal rein, was sonst noch möglich ist, fühlt sich das eben fast an wie Verrat der Familie gegenüber. Aber auch wenn ich immer, wenn ich früher gesagt habe, es geht doch auch was Besseres, dann habe ich immer eine draufbekommen und ich bin ausgelacht worden, sage ich jetzt mal. Also jetzt frei Okay. erfunden. Oder ich bin, Mama hat das und das gesagt. Oder Papa hat gesagt, spinn nicht so rum, geh mal lieber arbeiten oder was auch immer. In dem Moment, wo ich mich jetzt traue, was zu verändern, heißt das vielleicht, ich wende mich von meiner Familie ab. Oder ich werde wieder ausgelacht oder ich kriege wieder eine drauf. Eine drauf. Das sind so tief sitzende Strukturen und das ist diese Unsicherheit. Es ist gar nicht mal so sehr, dass ich weiß gar nicht, wer ich bin. Also die Angst vor dem Ungewissen ist ein großer Teil davon, aber meiner Meinung nach ein viel größerer Teil ist der, ich sage das immer, der Affe, der auf deiner Schulter sitzt und immer sagt, lass Ja. es lieber sein, lass es lieber sein, du kriegst nur wieder eine drauf, weil ich das vor 45 Jahren mal gehört habe. Und das meine ich mit, das zu deaktivieren oder einfach zu sagen, ja, danke, dass du wieder da bist, aber ich weiß ja mittlerweile, dass es nicht stimmt. Ja, so liebevoll annehmen. Ja, wo ich meine Notizen nochmal durchgegangen bin, habe ich auch gemerkt, so, ah, Affe, stimmt, da war was. Der Guido hat gesagt, der Affe auf deiner Schulter. Ich dachte, ja, ich wollte auch testweise mal, ich hab's natürlich vergessen irgendwie, aber ich muss es jetzt machen, jetzt wo ich es wieder weiß. Tatsächlich mal gucken in der Stadt, es gibt ja so viele Kuscheltiere, ne? Es gibt sicher irgendwo so einen kleinen Kuscheltieraffen, den man sich so ab und zu auch mal wirklich real auf die Schulter setzen kann, sagen kann, na, okay, und? Du hast einen. Und meiner heißt sogar auch noch Coach. Cool. Also der taucht natürlich in den ganzen Workshops immer auf, aber weil es ist gut zu wissen, dass da einer sitzt, der einfach immer wieder quatscht. Und mir hat mal ein Teilnehmer, der hat was Wundervolles gesagt, der hat gesagt, ich verstehe oder ich habe endlich kapiert, sagt er, der Affe wird nicht leise, aber ich habe endlich kapiert, ich bin nicht der Affe. Ja, das ist schon mal eine Riesenerkenntnis, ne? Wenn man das manchmal mal schafft, abzustellen und zu sagen, hey, Moment, einen Schritt beiseite. Ist der da? Ja, weil die Muster, die man so intus hat, die sind ja so schnell, ne?
Und Genau. Ich merke, man weiß, also ich denke manchmal, ja doch, man weiß recht viel eigentlich, ne? So, oder hat auch schon ein paar Erkenntnisse und Erfahrungen, aber das dann trotzdem zu schaffen, in den Situationen, wo es drauf ankommt, auch wirklich umzusetzen und sich zu erinnern, zu merken, oh, man rutscht in die Kontrolle, ah, nee, Weite, deinem Herz folgen, was sagt eigentlich dein Herz? Und da immer wieder, sag ich mal, anzudocken an das, was man eigentlich schon weiß, ne? Mhm. Wie es einem besser tun könnte oder so. Man kann und meiner Meinung nach muss man das üben. Ja. Also ich habe das mal 30 Tage lang gemacht und tatsächlich auf sozialen Medien begleitet, weil mir fällt es jetzt leicht, irgendwie ein Video zu machen. Kann aber sein, dass ich dann 60 Mal aufnehme, damit es auch gut ausgeleuchtet ist, damit es stimmt, damit die Zeit stimmt und all sowas, weil das, da komme ich halt her. Ja. Aber die Ansage, und das war was, das Herz, die Seele, Flow, ich habe das damals die Flow-Challenge genannt, gemacht hat, war, du folgst jetzt 30 Tage lang nur dem Impuls. Und der Impuls heißt ja nicht immer nur machen. Der Impuls heißt ja nicht immer nur, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Aber mein erster Gedanke war, wenn ich das mache, dann höre ich ja gar nicht mehr auf zu arbeiten. Dann drehe ich ja durch. Der zweite Gedanke war, nee, wenn ich wirklich meinem Impuls folge, stehe ich gar nicht mehr vom Sofa auf. Dann liege ich wahrscheinlich nur da. Die dritte Angst war, wenn ich das tatsächlich mache, dann verliere ich sämtliche Klienten und Freunde gleich oben. Also er hier, ja. Ne, permanent. Und dann habe ich das so einer Gruppe von Männern erzählt, mit denen ich einmal die Woche online gearbeitet habe. Und die meinten alle nur so, das ist ja geil, da will ich mitmachen. Und oh, cool. Es war tatsächlich ein, und deswegen habe ich das dann auch gemacht. Und die Ansage, die ich vom Gefühl, von Flow, von meiner Führung, sage ich jetzt mal, bekommen habe, war, du gehst einmal täglich live und berichtest, was du gerade machst und was, wo du folgst und wo du nicht folgst. Mhm. Live. Nicht stoppen. Und das war der größte Angstpartner, den ich jemals hatte. Und was dabei rausgekommen ist, war wundervoll, weil auf einmal, es sind wirklich diese, wie du eben sagtest, Synchronizitäten aus der Erde gepoppt, wo du sagst, ich versuche seit einem halben Jahr mit diesem Menschen einen Termin hinzukriegen. Und ich erzähle diese Geschichte immer, es war wirklich in diesem Sommer, es waren 36 Grad, ich wollte eigentlich zum Training gehen und dann hieß es, nein, bleib zu Hause. Und ich so, also da war die Ansage, eben, trainier nicht. Das war Flow. Und ich so, na, aber ich muss doch heute Beine trainieren. Nein, du bleibst jetzt zu Hause, leg dich aufs Sofa. Und ich so, okay, wenn Flow sagt, ich muss mich aufs Sofa legen, dann lege ich mich aufs Sofa. Und dann habe ich das gemacht und dann spannenderweise, 1,5 Stunden später, war der Impuls so stark und jetzt geh. Und so, also wirklich, als hättest du mich vom Sofa runtergerissen und ich bin so, okay. Hab damals in dem Zentrum, einem Leistungszentrum für Profisportler trainiert, wo ich eben auch coachen durfte. Und komme in dieses Zentrum rein und mir kommt einer der Führungskräfte entgegen. Das war der, mit dem ich wirklich seit einem halben Jahr lang versucht habe, einen Termin klar zu machen, den wir einfach nicht hinbekommen haben. Und er sagte nur, das ist ja spannend, dass du kommst. Ich hatte bis vor 10 Minuten 20 Leute hier. Ich habe eine Fortbildung für Physiotherapeuten gegeben. Die sind gerade alle raus. Ich habe eine halbe Stunde. Sollen wir uns mal kurz zusammensetzen? Und ich denke nur so, das war also der Impuls. Ich habe dann gedacht, ich müsste nicht trainieren, aber nein, Flow war ganz klar und jetzt Hintern auf die Trainingsfläche. Jetzt gehst du trainieren. Und das ist dann, das passiert nur noch, wenn wir uns trauen, mehr und mehr dem Bauch zu folgen. Ich sage dann immer, fang nicht gleich mit der Lebensversicherung zu verkaufen an und auch nicht damit deinen Partner zu verlassen. Fang vielleicht erstmal klein an, welches T-Shirt du heute anziehen möchtest, an welcher Ampel du die Kreuzung überquerst und was du dir zum Mittagessen kochst. Aber jeden Tag ein bisschen mehr, bis wir wirklich spüren, was ist er, was ist der Affe auf der Schulter und was ist wirklich Bauchgefühl. Das müssen wir nur lernen zu differenzieren. Ja, und dann lernen, dem anderen zu vertrauen. Ne? Weil genau. Ich war nämlich heute Morgen auch unterwegs, weil zu den Neumond-Themen auch so die Frage war, so was Skorpion so eine tolle Kraft jetzt ist, also Neumond im Skorpion, der eigenen Seelentiefe zu lauschen und zu schauen, wo möchte man eigentlich hin und wo zieht es ein. Und mir da auch die Frage kam, ja, also ich merke auch, dass ich mir manchmal das schwer tue, meinem Herzen zu folgen und den Verstand außen vor zu lassen. Ich bin so aus dem, wo ich herkomme, auch mehr so analytisch, logisch, Verstand getriggert. Ne? Mhm. Und bin jetzt dabei, das andere auch zu kultivieren und die zwei irgendwie in eine ko-kreative Zusammenarbeit zu kriegen. Und
Ja, die ersten Ängste, die kommen so, ja, wenn ich jetzt nur meinem Herzen und meiner Intuition folgen würde, so diese Glaubenssätze, die dann hinten im Kopf kommen, ja, wo kämen wir denn da hin? Ja, was wird da dann entgleist dir dein ganzes Leben, so nach dem Gefühl. Ich denke so, nee, ist es ja eigentlich nicht, aber so diese Ängste, also ich gemerkt habe, ja, das lohnt sich da für mich nochmal hinzuschauen, so was mir da, welche Angst oder welches Gefühl da hinten dran hängt, wo einfach Angst davor hat irgendwo. Ja. Weil ich finde es nämlich auch spannend im schamanischen Bereich, wenn ich jetzt Medizinwanderungen mache und ich habe jetzt in letzter Zeit, über die letzten 2 Jahre, echt einige gemacht. Mal kurze, mal längere. Und der Grundtenor von den ganzen war ganz oft so durch den Wald, also du übertrittst eine Schwelle und lässt dich wirklich ziehen von der Frage, mit der du gehst, von in welche Richtung du gehst, wo du stehen bleibst, welcher Busch dir irgendwas sagt, und siehst die Natur und das, was dir passiert, als Spiegel, als Antwort auf deine Frage. Und gehst mit dieser Frage und mit diesem ganz offenen, weiten Blick, voll der Intuition und dem Flow nach, rein diesem Gefühl nach und nimmst alles als Antwort. Und ich bin da ganz oft auf welchen unterwegs gewesen, wo der Weg quer durchs Gebüsch ging, ne? Also unter den Büschen durch, sonst irgendwie quer durch den Wald, wo ich mir manchmal dachte so, naja, du weißt, irgendwo dahin kommt wieder ein Weg, aber meinst du wirklich, du kommst am Weg wieder an? Und ich habe es bis jetzt jedes Mal geschafft, dass ich irgendwann wieder einen Weg gefunden habe oder zum Schluss total überraschend, ohne Plan, ohne Kontrolle an meinem Lieblingsplatz im Wald rauskam oder jetzt vor ein paar Wochen bei der Visionssuche am Waldrand rauskam, wo ich die Ostsee sehen konnte, wo ich dachte so, wow. Und wo ich auch gemerkt habe, ja, da gilt es für mich, dieses Gefühl zu übertragen aufs Leben, ne? Also sprich im realen Leben das auch zuzulassen, zu spüren, zu sehen, hey, okay, guck mal, in deinem Übungsfeld funktioniert es. Meinst du nicht, du kriegst es im realen Leben auch ja, hin? Also, und das zu übertragen, auch zu sehen vielleicht, na, da laufe ich auch nicht auf den breiten asphaltierten Wegen, sondern folgt der Intuition. Und wenn es irgendwie durchs Gebüsch geht, ne, und sich das im realen Leben auch zuzutrauen, weil vielleicht ist es gar nicht so viel Gebüsch, ne, vielleicht sieht es nur danach aus oder vielleicht ist dahinter was super Tolles, wo wir halt vorher gar nicht sehen können, solange wir nicht einen Schritt in die Richtung machen, ne? Ganz genau. Und für mich ist tatsächlich, man will ja den Leuten oder ich will ja niemandem die das logische Denken wegnehmen, sondern wie du sagst, wenn du die beiden kombinierst, dann bist du halt richtig in der Kraft, weil du einfach, für mich ist Bauchgefühl, Intuition, wie auch immer du es nennen willst, die Ultra-Abkürzung. Also es beschleunigt die Dinge einfach immer. Weil wie gesagt, ich hätte jetzt noch ein halbes Jahr lang versuchen können, mit dem Kollegen einen Termin auszumachen oder ich höre aufs Bauchgefühl, nee, jetzt bleibst du besser mal zu Hause. Genauso, also auch so, es sind so Kleinigkeiten, das sind keine Kleinigkeiten, beim Training, bleib lieber zu Hause oder lass die Übung weg. Nee, wenn das Ego zugreift, dann haut es mir halt vielleicht den Rücken raus, weil der Körper einfach weiß, wo es wäre. Ja. Und wenn wir dann Bauchgefühl und Kopf und analytisches Denken einfach zusammenfügen, dann wird es richtig spannend. Ja. Weil der Impuls kommt und dann kann der Analytiker übernehmen und sagen, okay, wie bringen wir das jetzt auf die Straße? Ja, genau. Dann genau. Ist es richtig geil, das ist richtig schön. Genau. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ja, genau. Dann darum geht es, halt da hinzukommen, gell? Ja, aber wie gesagt, es ist tatsächlich leichter, als man denkt, wenn man es zulässt. Ja, wenn man es zulässt. Und ja, und ich denke, es ist auch ein Weg. Es ist ja kein Endpunkt, sondern es ist ja irgendwo ein Prozess. Es ist ja nicht, dass man irgendwann angekommen ist und dann immer dort ist, sondern ich habe das Gefühl, dann kommen ja auch immer wieder Sachen, wo man wieder rausfliegt, weil halt eine Lernaufgabe irgendwo noch steckt, ne? Und damit auch zu gehen, ne? Dass man da nicht permanent vielleicht auch drinbleiben kann, sondern das ist so ein Wechselspiel, ist raus, rein, raus, rein. Ja, also wenn wir gerade von dem Thema Flow sprechen, so wie ich ihn verstehe, die Menschen denken dann immer, ja, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und es fließt alles nur so dahin und das ist es nicht. Mm-mm. Flow ist für mich Flow ist für mich, wenn ich mich in meinem ureigensten Selbst immer mehr ausdrücke. Und um da hinzukommen, muss ich mir teilweise eben auch manchmal einen Mist angucken, der mich noch zurückhält. Und ich sage immer, wenn du eine starke Intention setzt oder der Impuls kommt und du sagst, ich möchte jetzt
zum Beispiel Interviews führen oder einen Podcast aufmachen oder ich möchte auf die Bühne gehen und sprechen. Da werden ja, das weiß ich nicht, wie es dir damit ergangen ist, da kann es ja schon sein, dass auf einmal irgendwelche Dämonen auftauchen. Und dann, ja. Ne, dann ja, machst du es. Genau, und dann setzt du halt diese Intention in den Wald, wollte ich gerade sagen. Du setzt diese Intention ins Feld und dann passieren meiner Erfahrung nach immer zwei Dinge. Also entweder du bist so vollkommen auf einer, also in Resonanz mit deinem Ziel, im Englischen sagt man aligned, also du bist so auf einer Linie mit dem, dass du, die Türen gehen auf und so à la Gesetz der Anziehungskraft schwebst du hin auf dein Ziel. Das kann passieren. Und die andere Seite ist, dass vielleicht auf dem Weg dahin du dich selber sabotierst. Und dann geht zwar die Tür auf und du gehst ein paar Schritte und dann zack, kommen ein paar Dinge, die richtig rumpeln. Ja. Und das sind aber meistens Dinge, Brandnotiz, die zum Flow dazu gehören, weil Flow dir zeigt, dass wenn du tatsächlich vor die Leute treten willst, in dem Fall, weil jetzt nicht bei dir, aber wenn jemand Sprecher werden will und für die Leute treten will, dann solltest du vielleicht mal üben, vor Leute zu treten. Deswegen musst du morgen mal, weiß ich nicht, auf der Beerdigung reden. Und du bist so, dann nimm die Herausforderung an. Und deswegen sage ich immer, empfange wirklich jede Mistsituation mit offenen Armen, weil es ist die Chance, dass es eine Antwort auf deine Frage ist ziemlich groß. Und wenn wir wieder nur ins Opfer gehen, dann geh zurück zu Start, zieh keine 400 Euro ein, sondern du bist wie bei Monopoly damals, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, ja. Sondern du, wenn du dann sagst, okay, ich habe eine Intention in den Raum gesetzt, und jetzt passiert so viel, was sich so doof anfühlt. Was habe ich denn hier zu lernen? Ja, genau. Ne? Und also ich meine, als praktisches Beispiel vielleicht, wenn du das spannend findest, ich habe tatsächlich irgendwann einen Kurs gelauncht und ich habe gesagt, ey, ich möchte schon auf eine Größe hin, die für mich irgendwann mal richtig gut ist, habe da eine bestimmte Intention und bin mit diesem Produkt raus und es ist wirklich... Das war fast schon lustig. Am Ende habe ich nur noch gelacht, weil alles, was hätte schief gehen können, schief gegangen ist. Bis zu dem Punkt, wo ich auf Facebook mit großer Ankündigung live gegangen bin und es eine falsche Einstellung gemacht habe, dass mich keiner sehen konnte. Ich habe eine Stunde einen Vortrag gehalten, währenddessen lauter Nachrichten kamen, die ich aber nicht gesehen habe, wo stand, wo bist du? Und das waren halt nur eine Sache, Webseite gecrashed. Also es ist wirklich alles daneben gegangen. Ich habe mir gedacht, okay, ist das jetzt einfach ein Zeichen, dass ich das alles nicht machen soll? Nee, das ist ein Zeichen, das sind alles Dinge, die du klar kriegen musst, wenn du wirklich anstatt vor 20 Leuten, vor 200 Leuten Kurse halten willst, zum Beispiel. Ja. Und dann war, ja, okay, da brauche ich eine andere Planung. Also verstehst du, das meine ich immer mit, man muss dann, wenn der Bauch legt dir auch oder der Flow legt dir auch die Lernsachen hin. Und es ist nicht immer nur easy peasy. Das ist nicht immer nur schön, aber es ist genau der Blick, der hilft, ne? Wie du vorhin gesagt hast, wenn man ins Opfer geht, mit Schuld, Scham drauf reagiert oder sowas, rein von den Frequenzen ist es ja ganz unten, ne? Und in dem Moment, wo man es schafft, irgendwie in die Dankbarkeit zu gehen oder in die Vergebung oder das anzunehmen, also mindestens mal die Dankbarkeit und zu sagen, okay, und gute Freundin hat mal gesagt, die Diamanten drin zu suchen, ne? Und sein Säckchen voll zu machen mit Diamanten oder sein Schüsselchen. Das Geschenk da drin zu suchen im Sinne von, wo darf ich noch was lernen? Wo möchtest du mir was zeigen? Ne? Was Gutes tun im Sinne von, guck mal da hin. Und dieser Blickwinkel bringt uns ja in die Dankbarkeit. Und dann kommen wir auch wieder raus. Und dann kommt man auch wieder in die Kraft, dass man merkt, okay, man wechselt die Ebene, man kommt in die Metaebene, kann drüber nachdenken. Und wie du sagst, das gehört auch dazu. Und da liegen ja oft die wichtigsten Schätze auch verborgen. Deswegen, es ist nicht immer schön, aber am Ende ist es immer schön. Ja, das ist das, wo einem dann manchmal noch hilft, ne? Dass, wenn man in der Situation sich dran erinnert, Moment, es gibt was zu lernen, da musst du jetzt durch, ist echt scheiße, aber du weißt wenigstens, okay, du hast es schon mal durchgemacht und du weißt, hinterher wird es schöner, auch wenn du es im Moment vielleicht nicht fühlen kannst. Ja. Oder dass es vielleicht jemand gibt, der einen erinnert, hey, geh durch, du weißt doch, hinterher wird es schöner, wenn du es durch hast. Ja. Also meine Frage ist tatsächlich auch immer, wenn es ein Geschenk, also entweder, was ist das Geschenk in der Situation und wenn man es gar nicht findet, wenn es ein Geschenk gäbe, wenn es ein Geschenk gäbe, welches wäre es? Ja. Ja, okay, ich
darf irgendwie mal die Webseite aufräumen oder ja, ich muss einfach hier noch einiges, ich kann es nicht nur gerade machen, wie es mir in den Kopf kommt, ich muss es vielleicht dann schon ein bisschen planen, weißt du, so Sachen. Ja. Oder die und die Angst angehen oder dieses alte Muster lösen oder was vergeben. Ja, genau. Ja, ist cool. Echt toll mit dir. Ja, aber in so einem Austausch ist es natürlich auch sehr einfach. Ja, super. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, wurde in deinem einen PDF drin hattest, was ich auch so eine super Sache finde, wo ja auch so den Bogen von den Energien schwingt und so, denke ich, so ein ganz einfacher Einstieg ist, die Sichtweise zu ändern, ist, dass du gesagt hast, hey, man kann nochmal gehen mit dem Satz, warum bin ich plötzlich so glücklich, erfolgreich, zufrieden, ne? Ja, das schließt an diese, ich nenne es Powerfragen, es gibt davon sehr viele verschiedene Variationen. Wenn wir eine Frage formulieren, sprechen wir einen bestimmten Bereich im Gehirn an, der dann loslegt und ich sage jetzt mal ganz grob, keine Ruhe gibt, bis er die Antwort gefunden hat. Das kann bewusst ablaufen, das kann aber auch unterbewusst ablaufen. Wir kennen das alle, dass wir eine halbe Stunde überlegen, wie dieser Name ist und einen Tag später sitzen wir im Auto und denken mir, ach, das war die Hildegard, weißt du, so komplett aus dem Kontext gerissen. Ja. Und dieser Bereich, man nennt ihn RAS, wenn ich das jetzt, Retinal Activation System heißt es, glaube ich, aber da müsste ich jetzt nachgucken, also hätte ich vielleicht jetzt gar nicht ansprechen sollen, aber dieses ist einfach ein Bereich im Gehirn, der sofort schaut, also der sofort die Antwort auf deine Frage sucht. Und das Problem ist, oder das ist nicht das Problem, das, was die meisten Menschen tun, ist, sie stellen immer wieder die gleiche Frage, warum die Dinge so schlecht sind. Und ich sage dir, dein Gehirn ist einfach nur ein treuer Diener, was dir immer die Fragen beantwortet. Und wenn ich immer wieder frage, warum geht es mir immer noch so schlecht, dann kriege ich die Antwort, warum es mir immer noch so schlecht geht. Und das können wir austricksen. Und indem wir die Frage verändern und einfach sagen, warum bin ich denn jetzt so glücklich, auch wenn ich mich gar nicht so fühle? Ja. Oder warum kann das jetzt auf einmal für mich funktionieren? Reicht oftmals wirklich die einmalige Frage oder sie einfach nur aufzuschreiben und auf den Tisch zu legen, die Antwort kommt. Ja. Und ich habe Teilnehmer, die haben dann gesagt, ich habe das für mich jetzt schriftlich gemacht, ich habe die Frage gestellt und habe dann gejournalt. Ich habe auf eine, wie gesagt, ich nenne das Powerfragen, auf die Powerfrage Antworten kommen lassen. Und dann passiert genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Auf einmal geht das Herz auf, weil du dir bewusst wirst, warum du schon längst glücklich bist in der Frage. Ja, und da fällt mir ein, das könnte man auch super nutzen, wenn man gerade so vom Flow, sag ich mal, so eine Situation vor die Nase kriegt, wo man denkt, oh Scheiße, warum jetzt? Ne? Ich bin noch im Flow und es passt doch gar nicht rein oder so. Ne? Und dann, um an dieses Geschenk dahinter zu kommen, ne? Ja. Muss ich ja auch fragen, warum sehe ich plötzlich das Geschenk oder wo sehe ich plötzlich das Geschenk? Ne? Weil wenn man da mit einer anderen Frage rangeht, dann ist der Fokus auch schon ein ganz anderer. Und dann geht man mit dem, was passiert ist, auch ganz anders um. Weil du sofort einfach davon ausgehst oder weil dein gesamtes System davon ausgeht, dass es für dich passiert. Das ist der Knackpunkt. Ja. Und dann geht man auch sofort in die Entspannung, finde ich spannenderweise. Ja. Also, habe ich oft schon erlebt, dass auch Konflikte sich in dem Moment, wo du die Frage stellst, wo ist das Geschenk, um was geht es eigentlich, was können wir daraus lernen, kann der Konflikt oder die Situation anfangen, sich zu entspannen und weich und weit zu werden. Ne? Also ich habe mir irgendwann ein Mantra zugelegt, was wirklich einer meiner tiefsten Glaubenssätze mittlerweile ist und das ist, das Leben ist immer für mich. Und das finden viele ganz toll, ich hoffe, das darf ich so sagen, bis die Kacke mal wirklich am Dampfen ist. Oder bis auch Trauerfälle oder sowas passieren. Und ich sage, nein, das Leben ist immer für dich. Wenn ich aus der göttlichen Position gucke oder aus der Position meiner Seele, dann ist das hier einfach nur der Rummelplatz, wo ich all diese Dinge erleben darf. Dann die Zuckerwatte und die Geisterbahn und die Achterbahn und dann jaucht sich und dann mache ich einen freien Fall. Ich will es machen, aber manchmal fühlt sich das Leben halt an wie ein freier Fall. Ja. Bis ich weiß, am Abend gehe ich nach Hause und freue mich darüber, dass der Tag so verrückt war. Und das ist für mich tatsächlich, ich sage immer, das Leben ist grundsätzlich immer für mich und wenn es mir einen großen Haufen vor die Tür setzt, dann ist es einfach der Dünger für die nächste Situation. Ja,
Und da braucht es halt den anderen Blick da drauf, ne? Ganz genau. Und das Schöne ist, früher, wenn ich dann, und was ich eben auch bei Klienten sehe, früher war es dann so, dass man dann 3, 4, 5 Wochen in so einem Loch steckt. Mhm. Und dann kommt man kurz raus und dann steckt man sich im nächsten Loch. Und das verändert sich komplett durch so eine Arbeit. Und so mehr du in deine Kraft kommst, umso mehr du die Perspektive wechselst, umso mehr du loslässt, wird dir nie wieder Mist passieren. Nein, natürlich nicht. Aber A, die Intervalle werden, also die Abstände werden größer und die Intensität wird kleiner, weil du schon sagst, das kenne ich doch schon. Ja, ja, und man lernt anders mit umzugehen, ne? Ganz genau. Die Geschenke zu suchen. Und in der Kraft zu bleiben. Ja. Oder halt schneller wieder reinzukommen, ne? Genau. Ja, super. Lieber Guido, herzlichen Dank. Ich glaube, das ist eine super Stelle. Ja, ich denke auch. Ich meine, wir können wahrscheinlich noch Stunden weitermachen. Ich glaube es auch. Aber es fühlt sich nach einem guten Knopf an, ja. Ja, oder? Ja. Super. Ganz lieben Dank. Ich danke dir sehr, dass du mir diesen Raum gegeben hast. Ja, danke schön. Bis dann. Bis dann. Tschüss.